Ja, wir befinden uns in einer sehr ländlichen Gegend. Also unser Notarztdienst ist situiert in einer Gegend, in der die Bevölkerungsdichte im Verhältnis zu Belgien nicht sehr groß ist. Dadurch ist unser Einsatzgebiet zwar ja, von der Bevölkerungsdichte sehr gering, aber auch unsere Anfahrtszeiten sind dadurch sehr weit. Also unser Territorium streckt sich von unten Uren und auch Grenzgebiet Luxemburg, das heißt Provinz Luxemburg, Richtung Jelzheim-Guwi und dann hoch bis Weilwurz-Elsenborn und dann horizontal gesehen dann nochmal über die Grenze nach Deutschland rüber bis hin Richtung Malmedy-Stavelot. Wir fahren um die 550 Einsätze pro Jahr. Wir haben selten nicht rechtfertigte Einsätze. Also jedes Mal, wenn wir ausrücken, ist es auch für eine lebensbedrohliche Situation. Wir sind darauf angewiesen, dass auch die Bevölkerung die zum Beispiel automatischen externen Defibrillatoren verwenden kann, damit eine Wiederbelebung auch schon gestartet wird, bevor wir ankommen. Das ist sehr wichtig für das Outcome des Patienten, damit der Patient danach auch eine gute Lebensqualität noch hat. Außerdem ist es für uns ganz wichtig, dass die Menschen ihre Hausnummern klar und deutlich und groß genug ans Haus befestigen. Zu jemand, der eine lebensbedrohliche Situation vorfindet, sei es Unfall oder Krankheit, sollte natürlich die 112 jedes Mal anrufen. Daher, wie gesagt, sollte man diese Nummer immer gut im Kopf und auch im Handy gespeichert haben. Wir sind ein Dienst, der 24 Stunden, 7 Tage die Woche, also 365 Tage im Jahr natürlich offen auf Bereitschaft ist. Und dafür bin ich meinem Team sehr dankbar als Dienstleiterin. Ich bin sehr stolz auf mein Team, denn es ist ein sehr motiviertes und engagiertes Team, was sich für unsere Bevölkerung tagtäglich einsetzt.